Erhaltung des natürlichen Flussverlaufes. Ein Konzept, das sich bewährt hat. Die Osterau im Wildpark Ekold zeigt es. Mein Mann und ich haben in den 60er Jahren für die Erhaltung dieser wunderbaren ursprünglichen Naturlandschaft gekämpft, weil wir das Gleichgewicht der Natur durch damaliges Behördendenken und Flurbereinigung gefährdet sahen. In den 50er und 60er Jahren sind viele Flüsse in Schleswig-Holstein begradigt worden. Dr. Hatlapper kämpfte gegen die lebensraumzerstörenden Eingriffe von Menschenhand. Flussbegradigungen dienten vor allem zur Schaffung von neuem Ackerland. Durch die höhere Fließgeschwindigkeit in begradigten Gewässern werden Steine und Pflanzen mitgerissen. Wurzelwohnraum und schattenspendende Bäume können nicht wachsen. Der Lebensraum von Krebsen, Fischen und anderen Tieren wird zerstört. Weder Fischotter noch Kormoran finden hier ihre Nahrung. Die unbegradigte Osterau ist der Mittelpunkt und das Herzstück des Wildparks. Die Osterau ist das Kleinod von Ekold und zwar deswegen, weil sie ein wesentlicher Bestandteil des Feuchtgebietes ist und des Ökosystems Wasser. Tiere nutzen die natürlich belassene Osterau dank der flachen Ufer als Nahrungsquelle zum Baden und zum Kühlen. Der scheue Fischotter wird, wie seinen Lebensraum verrät, auch Wassermarder genannt. Viele Wasservögel brauchen diese Flussauen zum Überleben. Waschbären suchen und tasten nach ihrem Futter im seichten Wasser. Die Osterau bringt genügend Feuchtigkeit in die Auwiesen, um das Rotwild mit saftigem Grün zu versorgen. Auch Sportler vergnügen sich im kühlen Nass. Wasser ist die wichtigste Ressource. Der Wildpark Ekold zeigt anhand vieler Beispiele, wie viel Wasser wir in unserem täglichen Leben benötigen. Dabei wird der virtuelle Wasserbedarf mit einberechnet. Das heißt, das Wasser, welches zur Herstellung der von uns benötigten Produkte verwendet wird, lässt unseren Pro-Kopf-Verbrauch rapide steigen. Sie denken, Sie trinken eine Tasse Kaffee? Dabei verbrauchen Sie 140 Liter Wasser, wenn Sie eine Tasse Kaffee trinken. Der Anbau der Kaffeebohnen ist sehr wasserintensiv. Für die Herstellung eines Pkw werden 400.000 Liter Wasser benötigt. Das sind in etwa 2.000 gefüllte Badewannen. Essen Sie gerne Hamburger? Ich eigentlich auch, aber nicht mehr, seit ich dieses Schild gelesen habe. Sage und schreibe, 2400 Liter Wasser werden für einen Hamburger benötigt. Das ist natürlich der virtuelle Verbrauch, bei dem Produktion, Transport und die Rinderhaltung mit einbezogen sind.
trinken sie einmal knapp 900 Kisten Mineralwasser aus. So viel wird für die Produktion von einem Paar Lederschuhe gebraucht. Meander in Bächen und Flüssen sorgen für einen guten ökologischen Zustand. Wäre die Osterau begradigt worden, hätte es nach einer Renaturierung Jahrzehnte gedauert, bis die Artenvielfalt wiederhergestellt wäre. Außerhalb des Wildparks gibt es Abschnitte der Osterau, die vorbildhaft unberührt sind. Wasser ist Leben, und wenn wir dieses Wasser nicht hätten, würden wir alle nicht existieren können. Und zwar vom Menschen über die Tiere und die gesamte Pflanzenwelt.